fassen Sie sich doch! Ja, was haben's denn? Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann. Ich hab Post für seine Majestät, den Generalintendanten. Grüß Gott, Herr Pförtner. Lass es mir mal geschwind rein. Na, wir spielen ja gar nichts. Was ist denn los? Ja, aber ich bin Frau Josefa Vogelhuber, geborene Steinlechner, Wirtin im Weißen Rössel. Und jetzt drücken Sie auf das Knöpfchen, ich muss da rein. Nein, was willst du denn da wieder? Es ist doch eh alles geschlossen jetzt. Ich muss mächen. Die armen Viecherl. Was meinen Sie, wie das ist, wenn man mit prall gefüllten Eiter dasteht und keiner ist da, der einem Erleichterung verschafft? Drucker setzt das Knöpferl. Drucker setzt das Knöpferl. Nein, Herr Schäfer. Und meinetwegen, Herr Giesecke. Im Moment gibt's keine. Also verklapsen kann ich mich alleine. Einen traumhaften schönen guten Tag, meine Gnädigste. Ich habe hier ein paar Umtauschgutscheine, die ich gerne gegen Billets umtauschen möchte. Meine gesamten Rechtsanwaltskollegen möchten heute Abend ins Weiße Rössel. David, seid ihr alle blemblem? Sie scheinen etwas überarbeitet zu sein. Ich würde Ihnen Urlaub empfehlen, meine Gnädigste. Ich könnte Ihnen ein schönes Hotel am Wolfgangsee empfehlen. David? Mir bleibt auch nix erspart. Ja, was ist denn das? Ja, das schneit! Die Saison ist vorbei. Mir scheint, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, und was machen wir jetzt? Ein Singen heute. Da wird's dann allen warm. Herr Kapellmeister?